jetzt noch ein Falkenhorst. Den ich natürlich geflissentlich ignoriert habe, ich Held. Komm ich da jetzt nochmal irgendwie hoch? Muss ich hier den. Ja, ich muss hier den langen Weg nehmen. Lalala. Ihr kennt das, erstmal die Map befreien und dann alles andere. Und da ist noch ein Schatz. Entschuldigung. Der hätte mir eigentlich auch vorher auffallen müssen. Na komm, da hoch. Da hoch. Weil ich bin mir nicht sicher, ob wir da wieder hochkommen, deswegen. Ah, okay, der Schatz ist da drunter. Schatztruhe. Na, Zeug. Wenn mir ein Grund, deinen Schädel nicht zu spalten. Mein Zucker, nehmt alles was. Genau, Anpischzone haben wir schon gelernt. Krabbeln wir mal hier durch und eliminieren einen nach dem anderen. Nehmt meinen Zucker! Nehmt alles, was ihr wollt! Na komm her. Sei ein braver Toter. Ich zahle auch! Alles, was ihr wollt! Dieser Pirat ist der geborene Assassine, würde ich behaupten. Uns fällt ihnen nicht auf, dass Leute verschwinden. Nehmt alles, was ihr wollt. Da ist eine ganze Schildkrötenparty. Alter. Ich zahle auch. Alles, was ihr wollt. Das Ganze ein bisschen schneller zu machen, bevor ich mich da totschleiche. Den Typen da. Nehmt meinen Zucker! Nehmt alles, was ihr wollt! Ja, genau dich will ich. Bei Gottes Gnade, Sir. Ich danke euch. Ich bin euch ewig dankbar. Ist das deins? Es ist mein Schoner. Doch hier liegt mein armer Kapitän und ich habe kein Talent fürs Segeln. Ich kann ein Schiff führen, keine Sorge. Ihr habt doch nicht vor, es mir abzunehmen, oder? Ich bin Duncan. Wie heißt du, Freund? Steed Bonnet. Nun, Meister Bonnet, das muss jetzt unter uns bleiben. Ich reise im Geheimauftrag von seiner Majestät, dem König, Gott schütze ihn, und muss unverzüglich Havanna erreichen. Ah,
Das höre ich gern, Sir. Havanna ist auch das Ziel meiner Reise. Wir haben denselben Weg. Dann sind wir verbündet. Ah, ihr habt mich beruhigt, Sir. Dabei hielt ich euch erst für einen Piraten, als ich euch sah. Ach was. Ja, ihr habt einige unkonventionelle Verhaltensweisen. Schnell und leicht, wenn ich das sagen darf. Das hat mich erschreckt. Aber bedenkt man alles, dann ist es doch ein recht erbaulicher Tag geworden, meint ihr nicht? Ein englischer Edelmann halt. Ohne ein Ruderboot werden wir wohl zum Schiff schwimmen müssen. Da gibt es wohl Schlimmeres. Ja. Das super klare, helles, blaues Wasser. Finde ich super. Genauso wie in Sea of Thieves. Das gibt's übrigens morgen. Hashtag Eigenname. Haha. Ist das anstrengend? Hätte ich doch den Mantel ausgezogen. Komm ich hier hoch, Mann. Nehmen wir halt an. Ja. So. Duncan. Sie ist nur ein Schoner, aber gut geeignet für meine Zwecke, für Warentransporte von meiner Plantage und dergleichen. Sie wird reichen. Es weht ein steifer Wind. Sollen wir volle Segel setzen? Mehr Segel! Alle Segel! Ja, wollen wir. Ah, ich spüre den Wind in den Haaren. Der Geruch und der Geschmack der See haben etwas sehr Erfrischendes. Das herbe Aroma von Möglichkeiten. Das ist die beste Art, es zu sehen. Oh ja, so ein schöner Ding hätte ich gerne bei Sea of Thieves. Jetzt fliegen wir wirklich mit dem Wind, was? Oder mehr Schiffsdetails, also mehr unterschiedliche Schiffe. Die Seeleute waren besorgt wegen der Geschichte über Piraten in diesen Gewässern. Sind sie wirklich gefährlich? Was denkt ihr? Möglicherweise. Doch die meisten Piraten segeln über dem Wind zwischen Kuba und Hispaniola. Oh, verstehe. Ja. Eine vielbefahrene Meerenge. Doch ich sollte einen Piratenüberfall nicht fürchten, um ehrlich zu sein. Mein Schiff ist klein und ich besitze nichts von größerem Wert. Zuckerrohr und seine Produkte. Melasse, Rum. Kein Pirat, der etwas auf sich hält, würde ein Fässchen Rum verschmähen. Nun ja. Ich schätze, ihr habt recht. Ja, warum auch nicht? Aufgeilen! Nehmt Druck vom Bauch! So heißt das also, aufgeilen. Alles setzen und scharf zum Wind ausrichten! Ja, das sieht voll aus, als würden sie es super ausrichten. Moin, Wal, Hallöchen. Ihr seid der geborene Seemann. Ich habe einige Zeit als Rudergänger verbracht. 2 Jahre als Steuermann bei den Freibeutern. Schockschwere Not. Euer Leben klingt so großartig. So voller Abenteuer. So aufregend. Ich habe schon so einiges gesehen. Ei. Schöne Details. Fantastische Arbeit. Sehr vielversprechend. Okay, ganz ruhig jetzt. Bitte schön. Willkommen zurück. Tja, die Zahlen sehen gut aus. Sehen wir mal, ob Ihr Verstand noch mitspielt. Bewegen Sie den Kopf und sehen Sie in diese Lichter, gleich hier. Nach oben. Danke. Runter. Ja, soweit, so gut. Stehen Sie auf. Bon,
Willkommen beim Sample 17 Projekt. Bevor Sie anfangen, brauchen Sie noch das hier. Bitteschön. Test, test, 1, 2, 3, hallo, bonjour, c'est bon? Klappt es? Okay, gehen wir eine Runde. Sie haben ja schon Erinnerungsforschung betrieben, aber nicht in diesem Ausmaß, was überraschend ist. Sie haben Talent. Die Datenströme waren sehr stabil. Beeindruckend, nicht? Das Gebäude ist kaum 6 Monate alt. Aber das Abstergo Entertainment Studio gibt es schon ein paar Jahre. Seit 2010. Ja, wer hätte das erwartet? Kennen Sie Liberation? Unser erster Titel mit der Animus-Technik. Das war nur die Spitze des Eisbergs. Bald enthüllen wir unsere kommerziellen Animus-Server für Spieler in der ganzen Welt. Sie bieten natürlich nur passive Erfahrungen. Bearbeitete Versionen der Geschichte. Noch Hallöchen, Tiger. Und wir glauben, na? Wir haben das perfekte Thema für unser erstes dir? Großprojekt gefunden. Karibische Piraten. Das ist Ihr Job. Was hattest du zu essen und wie war der Tag? Oh, danke, Nancy. Bonne journée. C'est bon? Tout est prêt. Magnifique. Merci. Die sprechen Geheimsprache, ich verstehe sie nicht. Das ist für Sie unser wichtigstes Handwerkszeug. Ihr Kommunikator. Schalten Sie ihn ein, ist raffiniert. Aha. Haben Sie bemerkt, dass die Sicherheit hier etwas lax ist? Ihr Kommunikator ist nämlich ein Universalschlüssel. Da schauen wir direkt mal rein. Angestelltenausweis. Ah, ein Ausweis, der uns viel Spaß bringt oder so. Bloß, dass das Ding die ganze Zeit da unten rumhängt, das finde ich jetzt eher doof. Ah. Sehen Sie dieses blinkende Symbol? Sie sind mit dem Aufzug verbunden. Ich überlasse Ihnen die Ehre. Unser Ziel ist das Sample 17 Studio, 2. Stock. Sehr kurzreichendes WLAN. Bereit? Dann los. Da ist der Ausgang. Alles klar. Hab mir gerade nur den Hals verrenkt. Ah, unsere Boss Olivier Ganot, unser CCO. Ich stelle Sie vor. Bonjour. Salut, Melanie. Ça va bien? Oui, merci. Kennen Sie den Neuen? Hat heute angefangen. Bisher nicht. Bonjour. Welches Projekt? Sample 17. Die Kenway-Linie. Heather, Connor... Edward, der Pirat. Ah, ahoi, Matrose. Sehr aufregend. Willkommen an Bord. Melanie, kann ich Sie kurz in Ihrem Büro sprechen? Ich mache das nur schnell fertig und wir sehen uns in 5 Minuten. C'est bon. War mir ein Vergnügen. Also... Das ist die Sample 17 Etage. Hier tauchen wir in die Erinnerungen eines edlen Spenders ein. Desmond Miles, wir nehmen nur die besten Stellen aus seiner DNA. Und hoffentlich können wir eines Tages ein paar fantastische Erfahrungen daraus schmieden. Schön. Diese Beine gehören John, einem der IT-Magier. Er repariert gerade was für Sie. Nicht repariert, kalibriert. Kalibriert, okay. Nun, da wären wir. Ihre eigene Animus Workstation. Sie gehört Ihnen. Setzen Sie sich hin und finden Sie gutes Material. Brauchen Sie Hilfe oder Tipps? Der Animus enthält eine Reihe von Tutorials, die Ihnen weiterhelfen. Ich sehe Sie dann später. Viel Spaß. Ich bin gespannt, was die im Schilde führen. Aufgabe zum Animus zurückkehren. Willkommen zu Animus Omega, Abstergo Entertainments proprietäres Erinnerungserforschungsprogramm. Sollten Sie Fragen, Kommentare oder Bedenken haben, was die Bedienung der Animus-Konsole angeht, wenden Sie sich bitte an Ihre Projektleiterin Melanie LeMay.
Sie wurden als Mitglied des Sample 17 Projekts angemeldet. Ihr wichtigstes Forschungsziel ist Edward James Kenway, geboren am 10. März 1693, Swansea, Wales. Kalibrierung beendet. Alle Signale normal, alle Systeme optimal, extraneurale Transmitter aktiviert. Mal schauen, was es hier gibt. Ich würde behaupten, wir sind zwischenzeitlich in Havanna angekommen oder so. Lebendiges Havanna. Ich war schon einmal hier. Ein sehr zweifelhaftes Vergnügen. Jemand, den du kennst? Nein. Ich will nur freundlich sein. Ich möchte nicht wieder für einen Piraten gehalten werden. Stimmt. Markante Schurken wie du müssen Acht geben. Na? Dass England und Spanien vor 2 Jahren noch im Krieg waren, oder? Hier bin ich und handle mit Spaniern, als wären es meine Vettern. Stimmt was nicht, Duncan? Nein, gar nicht. Sand in der Kimme. Wo ist die beste Absteige in der Stadt? Ich sterbe für ein Nickerchen. Oder Siesta, besser gesagt. Ich bin auf dem Weg zu einer Gaststätte, um Händler zu treffen. Ich könnte euch den Weg zeigen. Dann geh vor. Ich hoffe, ihr verweilt, während ich dem Treffen beiwohne. Es würde mich beruhigen, einen Mann eurer Statur in der Nähe zu haben im Falle eines Missverständnisses. Ich kann gerne bleiben. Vielleicht trinke ich was. Bestens. Ein Umtrunk. Nun, die haben kein Herz für Piraten hier, oder? Ich frage mich, wie viele Real die gestohlen haben, um so zu enden. Holla, die Dame. Ihr kennt diese Frauen doch nicht. Nein, sie verlangen Geld für dieses Privileg. Ein paar Dutzend Real für jede Stunde Bekanntschaft. Interessiert? Nein, um Gottes Willen, ich bin ein vermählter Mann. Vermählte Männer sind ihre Stärke. Ja. Aha, hier ist ein Lieferant für persönliche Waffen. Ich sollte mir eine Klinge besorgen, Duncan. Eine, wie ihr habt. Das rostige Messer ist kaum der Rede wert. Auch dann komme ich mir vor wie ein Schoßhund, wenn ich euch so nachlaufe. Vielleicht wäre ein kleiner Dolch angemessen. Mal sehen, was er anbietet. Vielleicht kaufe ich auch ein Schwert und wir steigen beide im Rang. Oh, wir werden ein tolles Team, wir zwei. Teufelskerle. Dann leih mir ein paar Real, Mann. Ich habe dich gerettet. Ja, natürlich. Danke. Affe un buen día. So, schauen wir doch mal. Pirat mit einem Schwert ist kein echter Pirat. Pistolen. Ein Pirat kann, nein, muss nach der Anzahl der Qualität der Pistolen beurteilt werden, weil die ja bei sich drehen. Munition, Monturen. Kunstgegenstände, logischerweise. Keine Fracht, keine Jagdbeute, keine. Ich könnte auch Jagdbeute kaufen. Britische Entermesser. Spanische Rapiere, französische Paradeschwerter, Espadrilla, Freibeutermesser, allerlei verschiedene Waffen. Ezios Schwerter. Alles klar. Wie teuer bist du? Alter, hier ist Schwerter. Ezios Schwerter waren ein bisschen langsamer, sind dafür ein bisschen mehr schadensträchtiger gewesen. Alles klar. Aber ich glaube, wir müssen dummerweise erstmal beim britischen Entermesser bleiben. Ja.